Wir haben diverse Anfragen aus der Community, mal die Bedienung von Auflieger-Kältemaschinen zu zeigen. Und Stand heute gibt es da zwei Platzhirsche, die sich das Revier mehr oder weniger aufteilen. Das ist die SLX von ThermoKing und die Vector von Carrier. Mittelfristig wird sich dieses Gleichgewicht allerdings ein wenig verschieben. Ein drittes Schwergewicht erhebt territoriale Ansprüche. Beginnen aber werden wir heute mit den beiden aktuellen Marktführern. Beginnen wir politisch korrekt in alphabetischer Reihenfolge. Beginnen wir mit der Carrier. Um dem Vector Leben einzuhauchen, müssen wir den Diesel starten. Dafür steht der zweite Kippschalter auf Engine und der untere Kippschalter geht auf Start Run. Das System wird hochgefahren, der Diesel vorgeglüht und kurz vorm Starten des Diesels ertönt ein akustisches Warnsignal und die Alarmleuchte blinkt rot. Und jetzt gilt es, mittels der Pfeiltasten die Transporttemperatur einzustellen und zu bestätigen. Und wir müssen den Modus Operandi wählen. Also entweder Start-Stopp oder Dauerlauf bzw. Continuous. Jetzt sind wir beim Kunden angekommen, haben schon abgesattelt und wollen die Kühlmaschine weiter mit Netzstrom betreiben. Dafür muss aber erstmal der Diesel ausgeschaltet sein. Erst wenn der Dieselmotor aus ist, darf der Netzstecker gesteckt werden. Der Kippschalter auf Standby gelegt werden und der Generator gestartet werden. Normalerweise geschieht das Abtauen des Verdampfers automatisch, je nach Bedarf. Ein manuelles Abtauen hingegen ergibt Sinn, kurz nach der Beladung des Cooliners, weil während der Beladung auch immer eine quantumstörende Luftfeuchtigkeit mit an Bord genommen wird, die den Verdampfer vereisen kann. In unserem kommenden Beitrag beleuchten wir die SLX von ThermoKing, reduzieren uns aber auch da auf die Single-Temp-Anwendung. In diesem Sinne, keep it cool!